Hast du gecheckt, ob deine Kamera sauber ist? Ja, ich habe die sauber gemacht. Okay, ich auch. Hallo und herzlich willkommen bei der Knatter-Crew. Heute wieder vereint. Das erste Mal seit langem wieder ein Vlog in Berlin, tatsächlich. Das ist der erste nach unserem Urlaub, oder? Ist der erste Vlog nach unserem Urlaub und mal wieder abends unterwegs. Viele haben sich ja auch gewünscht in den Kommentaren. Ey, macht mal ein paar geile Nachtvlogs. Weil Nachtvlogs kommen ja so selten. Ja, die Qualität ist zwar ein bisschen mau, weil die GoPro schafft es halt nicht, nachts gut aufzunehmen. Aber, Nathalie, du blendest mich sowieso auch in der Dunkelheit. Weißt du, wie ich meine? Du blendest mich auch in der Dunkelheit, also passt das schon. Also, aber positiv gemeint, oder? Ja, natürlich positiv gemeint. Guck mal, du glitzerst wie ein... wie eine Rolex-Uhr. Du scheinst wie mein Highlighter im Gesicht. Okay. War schon süß. War Kompliment. Highlighter gut, ja. Okay. Du hast vergessen zu erwähnen, dass mein Pulli fast teurer ist als mein Motorrad. Der liebe Orgi hat natürlich sein bestes Oberteil angezogen, nämlich den Dior-Pullover. Mhm. Original. Aus Antalya, muss man auch erwähnen. Ja. Sehr, sehr hübsch. Ja, Orgi hat sich gegönnt in der Türkei. So, Knattermaus, was haben wir denn heute so schönes? Boah, erzähl mal, ne? Was ist der Plan heute? Also, der Plan... The plan for today is, wir fahren zum Festival of Lights. Da, das ist nämlich eine gute Gelegenheit, mal die Dunkelheit auszunutzen, ein Nachtvlog, weil wir uns ein paar Lichter gönnen. Und der liebe Orgi hat auch noch was vorbereitet. Und das machen wir gleich. Also das seht ihr später, was der liebe Orgi vorbereitet hat. Weil auch wir sind ein Festival of Lights. Genau. Werdet ihr gleich sehen. Wir machen unser eigenes Fest, unsere eigene Festivals. Knatterfest. Knatterfest of Lights. Ey, vor allem ist es ja rot und blau. Ja, wir sind Kopf. Wenn wir nebeneinander... Ja, stimmt. Okay, dann wäre es wirklich gut, wenn wir nicht blau und rot beide ranmachen, sondern jeder macht eins. Wir sind Kopf. Wir sind einfach Kopf. Wirklich Kopf dann. Geil. Hinter uns ist ein Motorradfahrer. Dicker, wie eklig. so wie ich kann manchmal. Ey, Zuzi, du rülpst neben mir, du furzt neben mir. Und das findest du jetzt eklig? Ja, aber du bist eine Frau. Na und? Gleichberechtigung. Ja, okay. Ja, okay. Dann kannst du auch neben mir scheißen, furzen, rülpsen. Nein, das reicht jetzt hier. Kotzen. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Oh, ein Motorradfahrer hinter uns. Ja? Sag mal, hörst du? Das ist wie in den Streams mit dir. Du hörst mir nie zu. Na, ich hab dir schon zugehört. Aber ich sag's trotzdem nochmal, weil einfach so für den Flex. Oh Mann, das kann was werden jetzt. Alter, ihr seid so asozial. Oh, du bist der krasseste Motorradfahrer der Welt. So, halt mal hier rechts an. So, ich parke so, damit ich mein Motorrad auch rollen kann, falls es notwendig wird. Richtig und wichtig. Sehr wichtig. So, kleiner Maus. Muss ich dann den Ponöbel da abmachen? Okay. Guck mal, ich bin Fluglotse. Warte, ich bin... Lass mich tanzen. Wir machen ein eigenes Festival of Lights. So ein Ding ist das. Was ist denn eigentlich, wenn ich... Guck mal, was ist denn, wenn ich fahre? Zuzi? Zuzi, wenn ich fahre, dann wackelt's ja. Was ist, wenn ich mir das hier reinmache? Ist das verboten? Weiß ich nicht. Doch, Zuzi, wenn es fest ist, ist es fest. Ja, aber bei mir ist noch nicht fest. Ja, du sollst auch nicht bis Anschlag. Das ist nicht so schlimm. Mach immer bis Anschlag. Hey. Fahr mal kurz. Leuchtet? Ist abgefallen. Echt jetzt? Ja. Hä? Scheiße, ich glaube, es ist gegen die Bremse gekommen. Ernsthaft jetzt? Oh nein. Ja, hier. Kannst du mal nachgucken? Roll mal. Guck mal vorne auch nach. Ich guck hinten. Hä? Also bei dir geht's. Vorne ist weg. Guck. Also vorne ist weg, hinten ist dran. Ja, okay, dann fahren wir nur mit hinten. Oder, Tutsi? Ja. Passt auch, oder? Ja. Willst du mal gucken? Und? Hey, mega geil! Und, leuchtet? Ja, das sieht mega nice aus. Ja, geil! Und? Na, von der anderen Seite ist schon besser, aber es sieht nice aus. Egal, wenigstens leuchtet eine. Soll ich dir mal zeigen? Ja, mach. Komm. Komm. Mach mal eine kleine Probefahrt hier. Warum sagst du nichts? Ja, es leuchtet schon, aber jetzt nicht so dolle. Hä? Komm, Knattermaus, wir machen uns jetzt auf den Weg. Festival of Lights gehört uns. Oh, wie sieht's aus? Oh, man sieht schon, ja. Oh.
Ja! Ich leuchte! Und? Ja, und? Ist fresh! Oh, Tutsi, pass jetzt auf! Guck! Alter, das sieht nice aus! Ey? Ja! Ich guck mal bei mir! Komm, fahr hoch! Aber Alter, das sieht mega geil aus! Guck mal bei mir! Hier! Ja, bei dir leuchtet auch schon! Aber es fällt halt nicht so auf, weil du orangene Felgen hast, Tutsi! Es guckt aber niemand! Ja, aber wo soll man da? Aber bei dir fällt schon doll auf! Es ist a Festival of Lights. Fahr mal ein bisschen schneller. Ja doch, das sieht auch schon schön aus, Tutsi. Das sieht schon verdammt geil aus. Nenn mich Oggi Blaumann. Nenn mich Oggi Blaumann. Wir machen unser eigenes Festival of Lights. Ja, Tutsi, das hast du jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Oh, ein bisschen mal ruhig bleiben. Hier so? Hm. Ja, du stehst ein bisschen kacke. Warum stehe ich kacke, ja? Du stehst mitten im Weg, Mann. Hä? Nö. Ja, doch. Ich finde schon in Ordnung hier, oder? Meinst ach, das du, ja? Das passt schon, ja. Na, ich hoffe, es. Alter, was ist denn hier los, Lang? Hilfe, Tutsi, ich habe Angst. Warum? Hast du den Schlüssel abgezogen? Ja. Wow, was passiert hier? Gab's direkt Beef. Ich glaube, die kannten sich. Oh, ey, Memo, Polizei. Alter, warum ist das so voll? Weil das Festival auf Reiz ist, Mann. Ja, jetzt sei mal ehrlich, nur wegen so ein paar Lichter so ein Ding zu machen, ist schon ein bisschen viel, ja, aber oder? Da wird angestrahlt. Guck mal, Tutsi. Ey, Tutsi. Das ist ja so voll. Geh mal kurz. Also hier. Sieht gut, cool aus? Ja, sieht halt aus wie ein Affe. Echt jetzt? Ja. Na gut. Können wir nicht lieber zu den Polizisten ein bisschen schnacken mit denen? LED 5 Euro, LED 5 Euro. LED 5 Euro. Oh, das tut übrigens weh in den Augen. Oh, ich will auch sowas haben, Tutsi. Na, da gibt's bei diesem Typen, der verkauft sowas. Kaufst aber ich habe kein sowas? Geld. Oh, ich habe kein Geld. Ich will auch sowas haben. Und? Ist das gut? Sieh aus, wenn du einen Anfall hast. Oh, ist das peinlich? Ist das peinlich? Ja, ich frag mich halt auch warum. Ey, nicht mal hier können sich die Fahrradfahrer benehmen. Warte, ich mach den Fluglotsen. Ja, musst du aber so durchgehen. So? Beide nach vorne. So hier? Genau, und durch. Und jetzt die Arme nach hinten. So? Ja, jetzt nach hinten, weiter nach hinten ausschlagen. Und jetzt nur den einen, dass er nach links soll. Ja, ja, genau, perfekt. Wenn nicht, fahr mal kurz um den... Nein. Also Knatterli ja, aber Moji nein. Ja, können wir machen. Oh, Bruder, aber wie kommst du drauf, dass ich Moji bin? Weiß ich nicht, wir dachten, dass du nur dabei bist. Aber der ist doch aus München. Gar nichts. Dann guckt ihr seine Videos. Dann guckt ihr seine Videos kaum. Siehst du? Nee, Bruder, danke dir. Alter Jungs, nicht so viel trinken, Mann. Ich bleibe aber sitzen, ja? Achso, wenn ihr ein Foto machen wollt mit dir, macht. Ach, Tutsi, das tut mir leid. Ja, zu. F. F in die Kommentare. Ja. Wir müssen mit dem so viele Bilder wie möglich machen. Ja, dann gib mir den mal. Oh Mann. Ja, aber machst du ein Video oder was? Gerne, hier. Nicht so viel trinken, Jungs, ne? Nein. Au revoir. Haut rein, Jungs. Er hat Oggi gesagt. Echt? Er hat gesagt, viel Spaß, Oggi, der andere. Ja, der kennt mich wenigstens, der Bruder. Oh, wie kommt man auf die Idee, dass ich Mochi bin? Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt am Alkohol, Mann. Oh, Tutsi, ich komme hier nicht raus. Liebe Zuschauer, F in die Kommentare. Die dachten einfach, ich bin Mochi. So, der leuchtende Oggi will hier einmal durch. Danke. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Moji und Knatterli. Oh nein, Alter, wirklich. Ach, Tutsi. Jungs, wenn ihr das sehen solltet, das ist eine Beleidigung für mich. Nur ich und mein Tutsi. Das ist eine Beleidigung für mich. Er sagt zu mir Moji. Ist er auch. Vor allem macht doch gar keinen Sinn. Ja, ist doch eine Beleidigung, oder?
Ja, schon. Naja, ich sag mal so, hätte Knilch den Helm abgehabt, dann hätte man schon erkannt, wer wäre es wegen seinem Haarausfall. Ich darf das sagen, wir dürfen das sagen. F an Moji an der Stelle, jetzt bist du dran. F an dich, Bruder. Oh, hier ist auch was, Zuzi. Das sieht aber hübsch aus. Ui, Memo, guck mal da. Da halte ich mal hier aber mal kurz an. Ey, Zuzi, warum gehen wir denn nicht mal hier so privat an und gucken uns ein bisschen Lights an? Also ich sag dir eins, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich wollte ein Date haben mit dir. Nee, sehe ich so aus nach 3 Jahren, dass wir noch ein Date machen miteinander? Also. Nein, so F-Date. F-Date? Ja. Wie F-Date? Na, Freundschaftsdate. Zeitverschwendung. Ich will sowas haben. Ich habe kein Geld dabei. Warum hast du denn kein Geld, Tutsi? Warum hast du kein Geld, Tutsi? Aber da vorne. Da vorne. Ja. Doch, Tutsi, komm. Hey. Komm, das macht man so hier. Siehst du das? Ich glaube, für mich ist es gerade einfach unangenehmer, weil ich alleine. Da steht jemand siehst direkt vor mir. Oh, es ist mir so peinlich. Achtung! Da ist kein Fahrrad weg! Tutsi, kannst du bitte aufhören? Huch. Komm mir bitte einfach hier weg. Das ist ja unangenehm. Alter, so viele gucken gerade, ne? So, das war's mit dem Video. Ich weiß nicht, viel passiert, aber wir wollten diese Momente trotzdem bei euch festhalten. Übrigens sieht das schon sehr nice aus gerade, weil du ein bisschen Geschwindigkeit hast. Boah, schön, schön zu sehen. So, als Abschied kannst du ja bei mir nochmal gucken hier. Warte, ich komm rüber. Sieht geil aus. Kannst du das noch mit reinnehmen, wie schön ich glitzer? Ja. Schön, warte. Oder?